Gut, Mittagsmeeting, kurz nach 12. Hier im FDAX haben wir gesehen, dass wir eröffnet haben mit einer Kurslücke, einer negativen Kurslücke. Close war hier oben bei der 73,5. Eröffnungskurs lag hier bei der 25. Das heißt, dass wir 50 Punkte Kurslücke nach unten geschlagen haben. Und damit sind wir hier in den Preisbereich reingekommen, der eigentlich dazu gedacht war, eine Preisfindung zu generieren. Das heißt, wir sind in der letzten Woche hatten wir hier dieses Profil, also dieses blaue Profil im Stundenchart ist das der ganzen letzten Woche. Und hier ist das neu generierte von dieser Woche, sprich von Montag, Dienstag. Die anderen Tage kommen ja noch. Und da haben wir ja gesagt, dass hier zwischen so ein Graubereich ist, wo nicht feststeht, ob wir jetzt weiter long sind oder ob wir in diese Range wieder eintauchen in die untere. Und mit diesem ja, Geschmack von dem Open, wo wir eröffnet haben und vor allem auch, wie wir uns bewegt haben, das heißt, dass wir nach dem Open, Negativ-Open, nicht weitere Tiefskurse generiert haben, also das heißt, ein Trend nach unten, haben wir schon früh festgestellt, dass wir hier neutral sind, beziehungsweise sehr wahrscheinlich in einem Range-Markt. Auf der Unterseite haben wir Entschuldigung, nicht auf der Unterseite, auf der Oberseite haben wir bei der 11.440. Hier die 11.440, das Tageshoch vom 27.11. getestet und gleichzeitig das Bewegungstief, wenn man mal schaut, worauf der Kurzschlusshändler achtet. Gestern Abend um 20 Uhr hatten wir hier ein Vorbewegungstief, war gleichzeitig auch ein Widerstand. Das heißt, hier konnten wir schon sehen an dem Hoch, dass hier eine reflexive Marke war und die auch gehandelt wurde, dass der Kurzschlusshandel hier unterwegs ist. Für mich war wichtig, dass wir hier zwei Bewegungsverhalten hatten, die sich während des Tages bzw. während des Vormittags verändert haben. Die erste war, wir haben eine Kurslücke gesehen, haben das Ganze abverkauft, wir haben das Ganze mit einem Retracement gehandelt bis zu diesem Zeitpunkt hier bei der 11.398 in der Vorkasse und dort, wo die Reshorts einsetzen sollten, sind sie auch eingetreten, aber letztendlich haben sie nicht weiter nach unten getragen. Das heißt, da war keine Kraft auf der Unterseite. Dann sind wir mit der Kasse, das heißt zum Kassenopen hin, nach oben gekleckert und haben eine leichte Dynamik auf der Oberseite gesehen. Aber wenn man hier schaut, das war das Bewegungshoch der Vorkasse, das Hoch wurde rausgenommen, ist an dieser technischen Marke gescheitert und damit kam der erste Bruch für heute. Das heißt, ich trage das mal ein. Vertikale Linie, einen Moment. Das heißt, hier hatten wir den ersten Bruch in der Bewegung, das heißt steigende Tiefs, steigende Hochs und dann plötzlich nehmen wir das Hoch der Vorkasse raus und kommt nichts nach. So, danach sind wir nach der Bestätigung auf der Oberseite, weil dort keine Stops liegen und nichts nachkommt, sind wir nach unten gefallen und der Gedankengang bzw. das Gedankenspiel war, wenn auf der Oberseite nichts nachkommt in der Range Mark, schauen wir uns die Gegenseite an. Gegenseite lag hier bei der 11.387 und auf dem Weg nach unten kann man auch schon Anmerkungen bzw. Interessen oder Eigenschaften unterstellen, wie wir nach unten laufen. Wir sind nicht dynamisch, klar, wir sind in einem Trend nach unten gelaufen, das ist richtig, fallende Tiefs und fallende Hochs, aber wir sind nicht dynamisch nach unten gelaufen, weil was würde dynamisch bedeuten? Ich gehe einmal mal technisch hier in den Markt rein, das heißt, ich zoome ein bisschen weiter rein. Dynamisch würde bedeuten, dass diese Bewegungstiefs, die gebrochen wurden, dazu führen, dass weitere Verkäufe in den Markt kommen, beziehungsweise Stops gerissen werden und Rücksetzer normalerweise dazu genutzt werden, wieder neue Shorts aufzubauen. Und wie ist das, was ist hier passiert? Wir haben hier ein Bewegungstief, das wurde gebrochen, Shorts kamen rein, wir haben nach oben die Marke rausgenommen und dann kam erst der neue Schwung nach unten. Hier wurde das letzte Level gebrochen, Schwung nach oben, das heißt, wir sind viel weiter nach oben gelaufen, als wir sollten. Wir haben wieder ein Bewegungstief gerissen. Hier wurden die Shorts gespielt, haben nicht gehalten, wir sind wieder nach oben gelaufen. Hier das gleiche, wieder gebrochen und wir sind wieder viel zu weit gelaufen. So, erst hier haben wir einmal kurzfristig gesehen, dass das Bewegungstief hier, das heißt das vormalige Vorkassetief, gerissen wurde und für den Reshorts am Ausbruch eine Möglichkeit war, das Ganze zu spielen und die auch gehalten haben, haben uns nochmal zum neuen Tief gehört. Das heißt, das war das erste Mal, wo viele mehr Leute davon ausgegangen sind, jetzt kriegen wir einen Trend. Auf der Unterseite wurde das Ganze nur angefixt beim zweiten Mal und wir sind letztendlich auf der Value Area High von der letzten Woche gelandet. Das heißt, Volumenkante bzw. POC der letzten Woche oder ein POC, wir haben ja letztendlich eins, zwei hier, aber das ist die Value Area High von letzter Woche. Dort haben wir gedreht und da kam dann der nächste Bruch. Das heißt,
Wir haben hier das Bewegungshoch rausgenommen auf der Oberseite, da kamen die Relongs am Ausbruch und das heißt, wir sind zumindest von hier ab davon ausgegangen, dass die Shortseite nicht mehr aktiv ist, sondern entweder neutral oder sogar in den Long reingehen. Referenzmärkte Eurostoxx und Bund haben das Ganze auch bestätigt, das heißt Bund auf der Oberseite, dass er fest war, ja, auf der Oberseite fest war und der Eurostoxx auch auf der Unterseite, was hier im Nachhinein jetzt reinkam. Muss man einfach unterstellen zur Mittagszeit, dass das Buch ziemlich dünn war und wir hier ein bisschen übertreiben auf der Unterseite. Also, dass wir nochmal so weit runterfallen, das war schon extrem, aber wir haben ja gesehen, dass die anderen Märkte das in keiner Weise vollzogen haben. Hier nochmal das Beispiel dazu, ich springe mal rüber. Der Stocks hat das Value Area Low, hat die Value Area Low von heute erreicht und der Euro, beziehungsweise nicht beziehungsweise, sondern der DAX hat das Tagestief sogar fast getestet. Das heißt, das war klare Übertreibung auf der Unterseite. Gut, wie geht's weiter? Für mich ist die Oberseite und die Unterseite jetzt abgesteckt. Das heißt, wir haben jetzt ein Hoch bei der 440 bzw. 41 und ein Tief bei der 365. Und das sind die Marken, in der wir uns jetzt bewegen, seitwärts bewegen werden. Und erst darüber wieder in der oberen Distribution drin sind und nach oben gehen, beziehungsweise hier drunter, wenn wir das Tief rausnehmen, haben wir die Chance, der POC 330 bzw. 280 Value Area Low dieser Seitwärtsphase bzw. des Wochenprofils zu erreichen. Ansonsten ist das hier ganz klar als abgesteckte Range, ein Range-Markt mit den Marken auf der Unter- und auf der Oberseite. Gut. Damit weiterhin viel Erfolg.